So, wir sind hier im Zoom-Call mit Schlauchboot-Fan und Schlauchboot-Fan hat auf YouTube Aufklärungsarbeit geleistet, manchmal auch Meinungen geäußert, manchmal auch Emotionen dabei gezeigt. Und das hat einen auf den Plan gerufen, Bodo Schiffmann, der auf seinem Telegram-Kanal Alles außer Mainstream gestern seine Followerschaft dazu aufgerufen hat, Schlauchboot-Fan zu jagen. Schlauchboot-Fan, was ist passiert? Ja, so gestern gegen 20, 21 Uhr ist Bodo Schiffmann mit seinem Alles außer Mainstream-Namen auf meinem Kanal aufgetaucht. Hat mir dann quasi gedroht, er würde mich jetzt platt machen, meinen Kanal, er hätte die Schnauze voll. Und kurze Zeit später ist auch der wilde Ritt losgegangen. Seine aufgehetzte Blase stürzte sich wie wild auch in die Kommentarbereichen hinein. Die Daumen flossen kräftig nach unten zu Tausenden. Es wurden Posts geschrieben unter jeglicher Gürtellinie. Und Kennen wir ja eigentlich, erlebe ich auch mal wieder, als Attila Hildmann mal ein Video von mir entdeckt hatte, da hat er auch für ordentlich Traffic gesorgt und dann gehen die Diskussionen weiter. Aber das war nicht das Einzige, was passiert, dass sozusagen ihr Video gefunden wurde. Bodo Schiffmann hatte ja auch dazu aufgerufen, Informationen über sie zu sammeln, oder? genau. Er hat praktisch seine Blase aufgerufen, zu recherchieren, wer ich bin, wo ich arbeite, und hat dann, Entschuldigung, ich muss mal eben abwürgen hier, er hat dann aufgerufen, mich praktisch zu orten, und kurze Zeit später wurde dann auch der Klarname von mir auf seinem Telegram-Kanal sichtbar, sowie auch die meines Arbeitgebers mit Bild und verschiedenen vertraulichen Daten. Auf dem Telegram-Kanal, ich habe die Screenshots gesehen, hat er diese Daten dann auch veröffentlicht. Die waren vorher nicht bekannt. Also Sie haben Ihren Klarnamen weder auf dem YouTube-Kanal noch in anderen Nein. Social-Media-Kanälen mit Ihrem Alias verbunden. Das heißt, Sie waren eigentlich halbwegs anonym unterwegs, abgesehen davon, dass man natürlich Ihr Gesicht sehen konnte und vielleicht Sie damit Genau. auch zuordnen konnte. Was Genau. hatte das für Konsequenzen für Sie, dass Sie jetzt auf einmal mit Klarnamen zugeordnet wurden? Ja, die Konsequenz war schon mal die, dass ich heute Morgen einen Anruf von meinem Chef bekommen habe. Das war aber für mich jetzt nicht unbedingt das Problem, weil ich schon nachdem die Geschichte hier losging, bereits meinen Chef per Threema informiert hatte. Und er hat mich dann schon sehr früh heute Morgen angerufen. Ich habe ihm das erzählt. Ja, da sind einfach Dinge gelaufen. Es sind dann viele Mails und Faxe, soweit ich weiß, eingetroffen, wo es hieß, ich wäre ein Hetzer, ein Gewaltaufrufer. Das heißt, hier wird meines Erachtens absolut Cybermobbing betrieben. Ich habe mir Ihren Kanal angeschaut. Ich kannte ihn ja auch schon vorher und ich habe jetzt auf dem Kanal nichts erkennen können, was rechtlich relevant ist. Denn in Deutschland gilt die Meinungsfreiheit. Man kann sagen, ich halte Bodo Schiffmann für gefährlich oder für einen Idioten. Sowas dürfte man sagen. Nach den Gemeinschaftsstandards von YouTube gibt es da strengere Regeln. Da sind bestimmte Schimpfwörter verboten, können dazu führen, dass auch Videos entfernt werden. Also Bodo Schiffmann fand den Kanal nicht gut oder die Videos und hat sozusagen zum Marsch geblasen. Wir Juristen nennen das jetzt neuerdings Doxing oder wie Juristen eigentlich nicht, denn Doxing ist noch kein Straftatbestand. Erst vor wenigen Wochen hat das Bundesjustizministerium einen Entwurf für einen neuen Straftatbestand vorgestellt. Allerdings haben wir schon jetzt eine Strafbarkeit, die allerdings der Justizministerin nicht ausreichte. Wir haben im Augenblick den 42 BDSG. Bundesdatenschutzgesetz. Und der besagt, dass derjenige sich strafbar macht, der personenbezogene Daten, die nicht öffentlich einsehbar sind, zum Beispiel in Schädigungsabsicht verbreitet. Das sind ziemlich enge Voraussetzungen, die aber in Ihrem Fall gegeben sind, weil Ihre Daten nicht allgemein einsehbar waren, sondern man musste Richtig. erst herausfinden, wer sind Sie, und dann konnte man die weitere Spur verbreiten. Korrekt. Insofern könnten Sie Strafanzeige erstatten. Sie sollten allerdings den Ermittlungsbehörden sagen, dass wir nicht im normalen Strafrecht unterwegs sind, denn die haben häufig dieses sogenannte Nebenstrafrecht nicht auf dem Schirm. Das heißt, BDSG
Paragraph 42, kann jemand mal nachlesen, und drunter auch verlinken, ist eine Spezialnorm, die schon lange im Gesetz existiert, die jetzt aber ergänzt werden soll. Aber Sie müssen nicht auf ein neues Gesetz warten. Ich hatte dazu auch einen Tweet vor einiger Zeit abgesetzt. Die Taz hatte den Artikel auch schon kommentiert, also diesen Gesetzesentwurf. Ja. Die engen Voraussetzungen, an denen meistens der 42 scheitert, nämlich dass die Informationen schon anderweitig sichtbar waren oder dass man diese Schädigungsabsicht nicht nachweisen kann, die waren in Ihrem Fall gegeben. Insofern ist das rechtspolitisch auch sehr interessant, denn die Schädigungsabsicht ist meistens die schwierigste Hürde. Da hat es Bodo Schiffmann Ihnen jetzt aber ziemlich leicht gemacht oder dem Staatsanwalt, indem er nämlich ausdrücklich reingeschrieben hat, dass Sie jetzt der Gejagte sind und dass man Sie fertig machen soll. Also die Schädigungsabsicht war hier ganz offenkundig. Jetzt kann man sich also überlegen, und das ist Ihre Entscheidung, die Sie nicht heute mitteilen müssen, ob Sie nur strafrechtlich oder auch zivilrechtlich dagegen vorgehen wollen oder ob wir einfach sagen, Schwamm drüber, so läuft das halt ab. Aber das sind die Möglichkeiten, die Sie juristisch haben. Insofern, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen mit diesem Fall, und Sie machen sich nicht zu sehr Sorgen vor den Horden der Schiffmann-Fans, die jetzt Ihren Kanal besuchen und abonnieren. Letzten Endes werden Sie wahrscheinlich im Ranking auf YouTube sogar gewinnen durch die neuen Anhänger, die sich für Sie interessieren. Ja, Herr Jun, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und werde mir das überlegen und auch vorbehalten, diese Schritte durchzugehen. Ich werde noch eine Nacht drüber schlafen, und dann können wir uns gerne nochmal drüber unterhalten. Alles klar. Verbleiben wir so. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank, Herr Jun. Ja. Tschüss.